Zusatzpunkt 3 auf die Beratung des Antrages der Fraktion der AfD mit dem Titel Corona-Soforthilfe, Rückforderungen stoppen und auf Basis einheitlicher Kriterien Transparenz und Gerechtigkeit herstellen. Ich bitte Sie, die Plätze entsprechend zu tauschen bzw. einzunehmen, sodass wir mit der Aussprache beginnen können. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort Klaus Stöber, AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Angesichts der derzeitigen Energiekrise in Deutschland ist das Dauerthema Corona etwas in den Hintergrund geraten. Aber leider holt uns dieses Thema auch immer wieder ein. Kürzlich erst das beschlossene, völlig überflüssige Infektionsschutzgesetz und heute das aus meiner Sicht ungerechtigte Rückforderung von Corona-Soforthilfen. Erinnern wir uns, am 23.03.2020 wurde infolge des Ausbruchs von Corona in Deutschland der erste Lockdown verhängt. Dies betraf unter anderem Gaststätten, Hotels, Einzelhandel, Kosmetik, Freizeiteinrichtungen und Sport. Es wird Sie vielleicht verwundern, wenn ich das so sage, aber aus meiner Sicht war dieser erste Lockdown vollkommen gerechtfertigt und auch angemessen. Es war eine bisher unbekannte Krankheit und da war es richtig, mit diesen drastischen Maßnahmen darauf zu reagieren. Aber vieles, was danach kam, angefangen von den weiteren Lockdowns bis hin zu den Kontaktverboten. Wir erinnern uns an Weihnachten 2020, Ostern oder Pfingsten 2021, als viele ältere Bürger einfach keinen Besuch von ihren Kindern und Enkeln bekommen durften, bis hin zu diesen staatlich verordneten Impfwahn und der völlig sinnfreien, einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das war unsozial, das war unangemessen und es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir sprechen über den Zeitraum von März bis Juni 2020. Positiv kann man zunächst anmerken, dass für deutsche Verhältnisse diese Zuschüsse schnell und unbürokratisch ausgezahlt wurden. Und da kann man der damaligen Regierung und auch den Förderbanken der Länder durchaus auch mal ein Lob aussprechen. Die Anträge waren auch recht einfach gehalten. Man musste lediglich Namen, Anschrift, Steuernummer, Bankverbindung ankreuzen und ein Kreuz setzen, dass man von den Corona-Einschränkungen betroffen ist. Das haben auch sehr viele Kleinunternehmen genutzt und diese Mittel zwischen 9.000 und 30.000 Euro je nach Mitarbeiterzahl beantragt. Insgesamt wurden 2,2 Millionen Anträge gestellt und ca. 13,5 Milliarden Zuschüsse ausgezahlt. Übrigens hat die Bundesregierung damals rund 50 Milliarden eingeplant. Das zeigt schon, dass die Ausmaße wesentlich größer eingeschätzt wurden als tatsächlich eingetreten. Nun, nach mehr als 2 Jahren, werden diese Antragsteller aufgefordert, eine Art Verwendungsnachweis vorzulegen. Dabei wird quasi rückwirkend eine Richtlinie gestrickt, in der man für diese 3 Monate, April, Mai, Juni, einen Liquiditätsengpass nachweisen muss. Und hier kommt schon der erste Knackpunkt. Obwohl es sich um ein Bundesmittel handelt, sind die Berechnungsbögen der Länder für diesen Liquiditätsengpass total unterschiedlich. So werden zwar die Umsätze, die man in diesem Zeitraum erzielt hat, richtigerweise berücksichtigt, die Personalkosten jedoch nicht. Stellen wir uns also folgenden praktischen Fall vor. Ein Gastwirt musste sein Restaurant schließen und kann aber mit den Zuschüssen weder seine Kosten noch seinen Lebensunterhalt bestreiten. Er macht das also aus Hausverkauf und öffnet Ende Mai, nach Ende des Lockdowns, trotz Beschränkungen sein Restaurant. Er zieht damit auch Umsätze, ganz logisch. Diese werden bei der Ermittlung des Liquiditätsengpasses auch berücksichtigt, richtigerweise. Aber um diese Umsätze zu erzielen, braucht er dann natürlich auch Personal, was er aus der Kurzarbeit zurückholt. Diese Personalkosten darf er bei der Ermittlung des Liquiditätsengpasses nicht abziehen. Liebe Kollegen, ich denke mal, man muss kein Steuerberater sein, um zu erkennen, dass diese Regelung völliger Unsinn ist und jedweden betriebswirtschaftlichen, auch steuerlichen Vorschriften widerspricht. Aber in vielen Bundesländern wie Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen wird genauso verfahren. Interessanterweise
In einigen anderen Ländern wie Niedersachsen, Berlin, Hamburg werden jedoch die Personalkosten anerkannt. Das kann doch nicht richtig sein. Wir brauchen einheitliche Regelungen für ganz Deutschland, und die können nur so aussehen, dass die Personalkosten natürlich Berücksichtigung finden. Liebe Kollegen, es gab natürlich auch Missbrauch. Das ist ganz normal. Ich habe ja beschrieben, dass diese Antragstellung relativ einfach war. Dann gab es natürlich auch Scheinfirmen. Das heißt, also Leute, die sich ja mit einem gefakten Namen und einer Steuernummer dort diese Zuschüsse beschafft haben. Das ist natürlich kriminell. Und es gab auch Antragsteller wie Handwerk und Industrie, die nicht so hohe Verluste in diesem Zeitraum hatten, wie ursprünglich befürchtet. Diese haben aber ihre Zuschüsse meistens schon zurückgezahlt, freiwillig. Und diejenigen, die diese Mittel missbräuchlich beantragt haben, sind entweder damals schon ermittelt worden oder längst verschwunden. Sie treffen also mit Ihren Rückforderungen auf Basis einer sehr zweifelhaften Richtlinie genau diese kleinen Unternehmen, die im März 2020 von heute auf morgen schließen mussten und in erhebliche Schwierigkeiten gebracht wurden. Das ist weder gerecht noch den Betroffenen vermittelbar. Deshalb meine Bitte an die Bundesregierung und auch an die Länder: Schaffen Sie Transparenz und Gerechtigkeit bei der Prüfung der Corona-Soforthilfe. Kommen Sie bitte zum Schluss. Stoppen Sie die Rückforderung bei der vom Lockdown betroffenen Kleinunternehmen. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Sabine Poschmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Ich möchte Folgendes in Erinnerung rufen. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie stellte Anfang 2020 Regierungen weltweit vor bislang nicht gekannte Herausforderungen. Der Virus breitete sich rasant aus, und die Auswirkungen waren nicht absehbar. Es galt, Kontakte zu unterbinden, um die Ausbreitung zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Für ein paar Wochen stand somit das Land faktisch still. Es bewahrte viele Menschen vor Erkrankungen. Aber natürlich hatten die Eindämmungsmaßnahmen auch negative Konsequenzen auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft. Zur Stabilisierung der Wirtschaft mussten unter hohem Zeitdruck und hoher Unsicherheit wichtige Entscheidungen getroffen werden. Die Bundesregierung reagierte zusammen mit den Bundesländern schnell und umfänglich. Es gab einen Strauß an Maßnahmen, mit denen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-Selbstständige unterstützt wurden. Dazu gehörten unter anderem die Corona-Hilfen, Kredite, Bürgschaften, steuerliche Maßnahmen, das ausgeweitete Kurzarbeitergeld, der Härtefallfonds, die Möglichkeit der staatlichen Beteiligung und ein umfangreiches Konjunkturprogramm. Zudem wurden über weitere Maßnahmen wie die Mehrwertsteuersenkung die Binnennachfrage gestärkt. Ziel war es, schnell und unbürokratisch UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen zu helfen und einen Wiederanlauf der Wirtschaft zu gewährleisten. Umsatzrückgänge wurden abgefedert, Arbeitsplätze erhalten und Insolvenzen reduziert. Von März 2020 bis heute hat die SPD-Bundestagsfraktion mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen gesprochen. Und im Nachhinein, in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium und Wirtschaftsministerium, haben wir bestehende Programme entsprechend weiterentwickelt, sodass mehr Unternehmen in höherem Maße Hilfen erhielten. Insgesamt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist Deutschland gut durch diese Krise gekommen. Für kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige, die oftmals weniger Reserven haben, wurde die Corona-Soforthilfe konzipiert. Zuschüsse bis 9.000 bzw. 15.000 Euro für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen. Allein dieses Programm wurden 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Um Zeit zu sparen und bestehende Strukturen zu nutzen, erfolgte die Abwicklung über die Länder. Das Ganze lief in Rekordzeit. Im März wurde das Programm im Kabinett beschlossen
und schon eine Woche später wurden den Ländern die Mittel zur Verfügung gestellt. Bei der Ausgestaltung hatten die Länder einen Ermessensspielraum, den sie unterschiedlich nutzten. So bewilligten einige die Anträge ohne größere Prüfung, andere prüften umfangreicher. Gleiches zeigte sich bei der Schlussabrechnung. Der Bund hatte Stichproben für die Prüfung der Anträge im Nachhinein vorgesehen. Schließlich, meine Damen und Herren, geht es hier um Steuergelder. Einige Bundesländer haben sich jedoch entschieden, vollumgänglich zu prüfen. Dafür gab es auch Gründe, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Aber dies liegt auch in Ihrer Entscheidungshoheit. Der Bund kann hier nicht im Nachhinein eingreifen. Erstens liegt die Verantwortung bei den Ländern und zweitens sind die Prozesse sehr komplex. Aber vor allem funktionieren nachträgliche Änderungen nicht, weil gerade diese Ungleichbehandlung nach sich ziehen würden. So gibt es Personen, die aufgrund der Anforderungen keine Anträge gestellt haben oder andere, die bereits Gelder zurückgezahlt haben. Der Bund hat in jedem Fall nach den Soforthilfen sofort Konsequenzen gezogen und die weiteren Unterstützungsprogramme wie die Überbrückungshilfe 1 bis 4 zentral über eine Plattform laufen lassen. So ist gesichert, dass gleiche Regelungen für alle gelten. Den AfD-Antrag lehnen wir daher ab. Es ist nicht möglich, auf der einen Seite Schnelligkeit und Bürokratieabbau zu fordern, auf der anderen Seite jedes Detail regeln zu wollen. Die einzige Möglichkeit, die Ihnen vielleicht vorschwebt, wäre, das Geld großzügig an alle zu verteilen. Aber auch das geht nicht. Denn wir sind verpflichtet, Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen, aber gleichzeitig verantwortungsvoll mit Steuergeldern umzugehen. Und das tun wir. Herzlichen Dank. Und ich erteile das Wort dem Kollegen Tilman Kuban, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte AfD-Fraktion, Sie stellen sich in Ihrem Antrag hier als die Schutzheiligen der Unternehmen in Deutschland dar. Und da möchte ich dann doch gerne einmal daran erinnern, dass Ihr Fraktionsmitglied Harald Weil vor 3 Wochen dann mal gezeigt haben, wie Sie wirklich ticken, als er erklärt hat, er hat erklärt, dass er sich darüber freut, dass in diesem Land ein schlimmer Winter bevorstehe. Und ich zitiere, man muss sagen, hoffentlich, wenn es nicht dramatisch genug wird, geht es so weiter wie immer. Dass Sie diesem Land schlechte Zeiten wünschen und sich dann hier als heilige Samariter aufspielen wollen, wie soll das zusammenpassen? Ich sage es Ihnen offen und ehrlich, wer den Sumpf trockenlegen will, der sollte nicht die Frische fragen. Sie sind es mit Sicherheit nicht, die sich um die Belange der Unternehmen in diesem Land kümmern. Und nun ein paar inhaltliche Anmerkungen. Ja, in nicht allen Fällen waren die Rückforderungen rechtmäßig. Und deswegen gibt es einige Klageverfahren. Sind die Länder zuständig? Die Kollegin Poschmann hat es eben gerade angesprochen. Sie sind für die Ausführung und auch für die Durchführung zuständig. Und die Klagen, die sich jetzt darauf konzentrieren, sind ja insbesondere die Klagen aus den Corona-Hilfen von 2020, die teilweise zu früh freigeschaltet wurden oder wo die Informationen erst nachträglich geliefert worden sind. Und deswegen wird das gerichtlich überprüft. Allerdings muss ich Sie leider belehren, denn in Ihrem Antrag beschreiben Sie die Überbrückungshilfen 1 bis 4. Und bei denen gibt es noch gar keine Schlussabrechnung und auch noch gar keine Rückzahlungsfristen, die verlängert worden sind. Und deswegen haben Sie an dieser Stelle einfach mal wieder schlampig recherchiert. Und genauso sieht es aus bei den vorgeschlagenen Stundungen. Die gibt es in den meisten Ländern schon. Und Sie stellen sich hier hin und wollen erklären, dass das ein Novum wäre. Und deswegen sage ich Ihnen auch an dieser Stelle, gucken Sie mal nach in den Infoportalen, schauen Sie mal bei den Banken, bei den Förderbanken nach in Ihren Beratungsbereichen, da informieren die darüber. Sie haben auch an dieser Stelle mal wieder schlampig recherchiert. Und nun zu den Rückzahlungsmodalitäten.
wo ja viele Länder auch schon nachgebessert haben, wo viele Länder schon dabei sind. Ich habe es mir beispielsweise in Niedersachsen mal genauer angeguckt. Der Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat dafür gesorgt, dass die Rückzahlungsfristen verlängert werden bis zum 30.06.2023, weil wir eben sehen, dass die Unternehmen gerade in dieser Zeit Liquidität brauchen. Und daher eben auch mein Appell in Richtung der Regierungskoalition. Bitte sorgen Sie dafür, wenn wir jetzt auch gerade über neue Hilfsprogramme sprechen. Wenn wir über neue Hilfsprogramme sprechen im Bereich der Energie, da gibt es momentan einige Regelungen, die darauf hinweisen, dass erst die Rückzahlung erfolgen muss, bevor neue Hilfen bewilligt werden können. Bitte sorgen Sie dafür, wenn Sie das jetzt ausgestalten, dass das eben nicht der Fall ist. Die Unternehmen brauchen die Liquidität, die Gerichtsverfahren müssen erst durchgefochten werden. Und deswegen gilt es an dieser Stelle auch Maß und Mitte zu halten, damit unsere Unternehmen, gerade die kleinen und mittelständischen, überlebensfähig bleiben. Wir halten fest, das Anliegen des Antrags ist durchaus berechtigt. Gerade im Bereich der Schausteller sind viele dabei, die wir auch sehen und wo wir uns auch intensiv in den Gesprächen drum bemühen. Aber Ihr Antrag ist verdreht, er ist veraltet und er ist schlecht recherchiert. Und deswegen muss man an dieser Stelle festhalten, das Einzige, was älter ist als die Zeitung von gestern, ist die AfD-Fraktion in diesem Parlament. Und deswegen werden wir diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Katharina Beck. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sollten noch einmal Klarheit in das Thema Corona-Hilfen bekommen. Denn hier heute geht es um die ersten Hilfen, die Soforthilfen, die kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 von der letzten Bundesregierung sehr schnell auf den Weg gebracht wurden, um Soloselbstständigen und kleinen Unternehmen in der akuten Krise beim Überleben zu helfen. Einige Bundesländer haben damals zusätzlich auch unbürokratische Einmalzahlungen hinzugefügt. Mein Bundesland, Hamburg, beispielsweise 2.500 Euro. Und im Frühjahr 2020 flossen dann sehr schnell 13,4 Milliarden Euro an ca. 1,8 Millionen EmpfängerInnen. Und das war sehr wichtig, dass das auch so schnell ging. Es ist aber auch wichtig, dass wir an dieser Stelle über eine Politik des lernenden Staates sprechen, gerade in Krisenzeiten, und wie wir auch da mit Aspekten umgehen, die nicht ganz perfekt gelaufen sind. Denn bei der Konstruktion und auch bei Kommunikation und Abwicklung gab es tatsächlich Herausforderungen. Ein Problem bei diesen allerersten Hilfen war, dass die Soforthilfen den Fokus auf die Erstattung von Fixkosten anstelle von Umsätzen gelegt hatten. Beispielsweise viele Selbstständige, die ihre Betriebe in ihren privaten Wohnräumen organisieren und hauptsächlich variable Kosten haben, also kaum anspruchsberechtigt waren. Und auch der Unternehmerlohn, der für viele Selbstständige das Gehalt ersetzt, wurde nur in wenigen Fällen bezuschusst. Die damals unter diesen Bedingungen vereinbarten Anträge, die das aber beschrieben haben, wie es war, jetzt nachträglich, wie Sie das fordern, noch zu ändern, 2,5 Jahre später, die Ermittlungsmethodik, wo sich wirklich jetzt lange verlässlich man miteinander auseinandergesetzt hat, das wäre ein unfassbares Wirrwarr, auch denen gegenüber, die bereits zurückgezahlt haben. Und es ist fraglich, ob das überhaupt rechtens wäre. Hier Stichwort lernender Staat. Das Problem wurde sehr schnell erkannt. Und die gesamten Folgehilfen, die Überbrückungshilfen 1 bis 4, die Neustarthilfen, wurden dann nach der Erfahrung bei den Soforthilfen an der besseren Bezugsgröße umsatzorientiert. Und auch bei der aktuell in Arbeit befindlichen Hilfen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Energiekrise ist uns dieser Punkt sehr, sehr wichtig. Aber auch Kommunikation und Administration der Hilfen läuft nicht überall rund, und es ist wichtig, dass wir uns da ehrlich machen. Es wurde damals beispielsweise, das hatten viele gehört, gesagt, es seien Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssten, und in manchen Anträgen oder vielen Anträgen der Länder stand es dann eben anders. Und dann flatterten für manche eben überraschend Briefe mit den Rückforderungen der gezahlten Zuschüsse in die Briefkästen. Denn viele der EmpfängerInnen konnten eben keine, ich hatte es vorhin beschrieben, ausreichend hohen betrieblichen Fixkosten nachweisen. Und da kann ich die Unzufriedenheit vieler Solo-Selbstständiger dann auch nachempfinden. Es war also für die Abmeldung der Folgen dann das Mindeste, die Rückzahlungsfristen und deutlich zu verlängern und Stundungen zu ermöglichen.
und es war uns ein Herzensanliegen, hier als Bundesregierung sofort tätig zu werden. Noch im Dezember letzten Jahres, als eine seiner ersten Amtshandlungen, hat unser Wirtschaftsminister Robert Habeck die Länder zu einem Rückzahlungsmoratorium aufgefordert, dem sehr viele nachgekommen sind. In Hamburg wurden die Rückzahlungen über eine Stundung bis Ende 2022 und über anschließende Ratenzahlungen sogar bis Ende 2024 ausgeweitet. Und wenn wir die Hilfen so in der Konstruktion nicht mehr ändern können, zumindest den Umgang damit. Und das tun wir für die Menschen. Der Staat könnte auch in der Kommunikation manchmal noch mehr lernen. Da wurde dann zum Teil gesagt, die Stundung sei nur in begründeten Fällen möglich und nicht erklärt, wie das ging. Da wünsche ich mir dann manchmal, dass wir besser kommunizieren. Aber mir ist ein Riesenanliegen, an dieser Stelle noch mal auf die außerordentliche Relevanz der vielen Millionen selbstständigen Kleinst- und Kleinunternehmen für die deutsche Wirtschaft hinzuweisen. Und wir sehen sie. Sie sind nicht die größeren Interessensvertretungen hier vor Ort. Aber es gibt über 40% der Beschäftigten in Deutschland, arbeiten in diesen Kleinen- und Kleinstunternehmen. Sie sind das Rückgrat auch dieser Wirtschaft mit knapp 500 Milliarden Bruttowertschöpfung. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und wir sehen sie. Und das war mir wichtig, hier noch mal ganz klar zu benennen. Die Soforthilfen waren nicht perfekt, und auch da, uns ehrlich zu machen, ist wichtig. Wir haben aber gehandelt, erleichtert die Rückzahlungen, und dieser Antrag hilft da aber leider nicht. Deswegen lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Und für Die Linke hat das Wort Christian Gürke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal ganz vorweg an die Fraktion zu meiner Rechten. Sie brauchen sich bei den Corona-Hilfen nun wirklich nicht so aufspielen. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätte es überhaupt keine Hilfen bedurft, weil Sie ja bis heute unter anderem das Delta-Virus ja als Wintergrippe ja ansehen. Wir können alle froh sein, dass Sie weder in Ländern noch im Bund irgendwelche politische Verantwortung hatten und nichts zu melden hatten bei dieser Frage. Jetzt zur Sache. Die Corona-Soforthilfe 2020 war der erste Rettungsanker, um schnelle Hilfe für Unternehmen und Selbstständige eben zu sichern. Auch Solo-Selbstständige, die keine Mitarbeiter beschäftigten, sollten unbürokratische Hilfe bekommen gegen diese pandemiebedingten Einnahmeausfälle. Am 23. März 2020 erklärte der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, wir gehen in die Vollen, um auch den Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen unter die Arme zu greifen. Deshalb gilt es vom Bund jetzt schnell und unbürokratisch zu handeln. Ganz wichtig ist mir, wir geben einen Zuschuss. Es geht nicht um einen Kredit. Es muss also nichts rückbezahlt werden. Damit erreichen wir die, die unsere Unterstützung jetzt dringend brauchen. Die Praxis war und ist eine andere. Viele Solo-Selbstständige, die sowieso ohne wenig Geld dastanden und jetzt das Geld damals dringend brauchten, sahen sich über Nacht bei geänderten Richtlinien ausgesetzt. 35.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Brandenburg, 35.000, darunter 20.000 Solo-Selbstständige, die auf die Zusagen des Bundes vertraut hatten, sind bis heute mit den Rückzahlungsforderungen konfrontiert. Bildlich gesprochen ist es so, man hat an der Kasse bezahlt und dann ruft man den Kunden hinterher, der schon 3 Kilometer weg ist. Der Preis hat sich geändert. Und die Folge war, folgelogisch, tausende Klagen von Niedersachsen bis Brandenburg, von Schleswig-Holstein bis Bayern. Und wenn es noch eines Beleges bedarf, der Armutsbericht 2022 sagt deutlich, die Solo-Selbstständigen sind die Verlierer der Pandemie. Mit 13,1% liegt die Armutsquote der Solo-Selbstständigen jetzt bei 46%, höher als bei der Erhebung von 1919. Da waren es 9%. Und meine Damen und Herren der Grünen und der FDP, die mit uns in der Opposition waren und damals Forderungen und Positionen erhoben haben, die sich heute unseren ähneln. Damit die Pandemieverlierer in der anrollenden Wirtschaftskrise nicht wieder zu den Verlierern werden, bitte ich Sie ausdrücklich, hier zu handeln und noch einmal zu prüfen, ob nicht gerade bei den Soloselbstständigen verzichtet werden kann bei diesen ungerechtfertigten Rückforderungen. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Carsten Klein.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will vielleicht zum Anfang noch mal betonen, dass selbstverständlich für einen Freiberufler, für einen Kleinunternehmer, der jetzt mit einer solchen Rückforderung konfrontiert ist, das zu einer extremen Situation führen kann, zu Liquiditätsengpässen, zu der Gefahr der Fortführung auch des Unternehmens. Das steht völlig außer Frage, aber ich denke trotz allem, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, dass die sich von Ihnen nicht instrumentalisieren wollen für die Botschaften, die Sie heute gerne hier aussenden würden. Und deshalb finde ich, muss man das schon auch noch mal in der Gesamtproblematik für die Gesamtschau ein bisschen in Relation stellen. Wir haben 1,8 Millionen Soforthilfen gewährt als Bundesrepublik Deutschland und wir haben es jetzt mit 68.000 Rückforderungen zu tun. Keine Frage, wie gesagt, für jeden Einzelnen kann das eine schlimme Bedrohung sein. Aber die aktuelle Lage zeigt, dass wir doch ganz andere große Fragestellungen haben. Und die aktuelle große Fragestellung ist, und das ist auch der Ausgangspunkt, warum das für solche Solo-Selbstständigen zum Beispiel problematisch sein kann, ist die aktuelle Energiekrise. Und die führt für viele zu existenzbedrohenden Situationen, aber diese Gruppen sind nicht unbedingt deckungsgleich. Also die jetzt über die Energiekrise die Existenz bedroht haben, sind nicht unbedingt deckungsgleich mit den Personenkreis, die in der Corona-Krise so in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Denn es sind verschiedene Gruppen. Und deshalb macht natürlich eine pauschale Verlängerung von den Rückzahlungsfristen keinen Sinn und ist auch nicht sachgerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was sachgerecht ist, ist das, was jetzt durchgeführt wird, nämlich eine Einzelfallbetrachtung. Und dann, Kollege Kuhmann hat es ja schon erwähnt, es gibt schon Stundungsmöglichkeiten bis zu 2 Jahren. Wird teilweise etwas unterschiedlich gehandhabt. Und es gibt auch schon Fristverlängerungen, Ratenzahlungen. Also ich denke, dass wir hier schon einen sehr verantwortungsvollen Umgang alle demokratischen Kräfte in diesem Haus zeigen mit diesen Problematiken. Ich selbst bin aber eher der Freund, dass man die Probleme auch an der Wurzel packt. Und ich habe schon betont, dass es da in erster Linie um die Energiekrise geht. Und deshalb, auch wenn wir nicht alle steigenden Preise ausgleichen können, müssen wir trotzdem das an der Wurzel packen und die Strompreise, die Gaspreisbremse endlich einführen. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren müssen. Wir müssen alle Kraft darauf verwenden, das Angebot im Energiebereich zu erhöhen und den Preisdeckel einzuführen. Und das will ich an der Stelle deshalb noch mal so betonen, weil man könnte durch die Antragstellung der AfD so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass wir hier über ein ganz großes Problem für die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland sprechen. Das ist aber nicht so. Die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland wird über die Energiekrise bedroht, und deshalb muss man das auch entsprechend einordnen. Was man aber kann bei dem Thema Soforthilfen und Wirtschaftshilfen insgesamt in der Corona-Krise, man kann natürlich daraus lernen. Der erste Punkt ist bei den Soforthilfen, dass sie nicht besonders treffsicher gewesen sind. Das zeigen allein schon die 68.000 Rückforderungen und die 277.000 freiwilligen Rückzahlungen, dass dieses Instrument nicht besonders geglückt ist. Und noch deutlicher wird es natürlich bei den sonstigen Wirtschaftshilfen, die die Bundesregierung damals auf den Weg gebracht hat, die Große Koalition. Sie waren sehr aufwendig, sie waren sehr langwierig. Es hat sehr lange gedauert, bis die Hilfen überhaupt ausgezahlt worden sind, selbst die Abschlagszahlungen. Und deshalb, es gäbe bessere Instrumente in einer solchen Krise. Das waren damals schon die Vorschläge der FDP, und es gilt in dieser Krise selbstverständlich ganz genauso. Und diese Instrumente, diese Vorschläge diskutieren wir jetzt natürlich auch gemeinsam. Man kann aber noch eine zweite Sache aus dieser Situation von den Wirtschaftshilfen lernen. Das ist nämlich, wenn man sich die Verlautbarungen und die Berichte vom Bundesrechnungshof anschaut, der sich sehr intensiv mit diesen Wirtschaftshilfen ja auseinandergesetzt hat und der noch mal festgestellt hat, erstens, dass Wirtschaftsförderung in erster Linie Zuständigkeit der Länder ist. Und das kann in dieser Krise ja auch nur bedeuten, mit freundlicher Empfehlung auch ans Wirtschaftsministerium, dass die Länder, die in den letzten Tagen ja wieder sehr hohe Forderungen aufstellen, sich endlich mal beteiligen könnten, wenn es darum geht, die Unternehmen in diesem Land zu retten, auch in dieser Energiekrise. Und deshalb bin ich noch nicht sehr zuversichtlich, aber ich bin doch sehr hoffnungsvoll, dass wir in den harten Debatten jetzt vielleicht auch mal bestimmte Aussagen da ein bisschen grad rücken, wenn es darum geht, wie auch die Mittelverteilung sein wird bei solchen Hilfgewährungen. Aber eins steht noch mal fest, und ich denke, das sollte man am Ende der Debatte oder am Ende der Wortmeldung auch noch mal sagen. Natürlich werden wir hier einzelfallbezogen helfen, wenn es nötig ist, aber es ist nicht ein Problem, das die Stabilität dieses Landes gefährdet. Vielen Dank. Applaus
Und für die CDU-CSU hat das Wort der Kollege Jan Metzler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, es sind Ausnahmejahre, und man muss mit Bedauern feststellen, wir sind immer noch in einer solchen Ausnahmezeit. Und in dem Zusammenhang möchte ich schon mal festhalten, dass es eben genau in dieser Ausnahmezeit immer ein Gang ins Unbekannte ist. Und das Wichtigste ist, dass man eben in einer solchen Zeit entscheidet. Und das hat die damalige Bundesregierung getan. Und wir sind gezwungen gewesen zur Entscheidung, weil wir uns letztlich in der Bewältigung eines Viruses an der Pandemie gegenübergestellt gesehen haben. Und meine Damen und Herren, jetzt fange ich auch hier nicht an und sage jetzt, bei uns ist jetzt quasi das Gras immer ganz besonders in die Höhe gewachsen. Man muss im Sinne eines lernenden Staats, das ist auch schon zum Ausdruck gekommen, natürlich das eine oder andere reflektieren. Und in dem Zusammenhang würde mir eben auch einfallen, dass ich auch damals, und das hat auch die gesamte Union so gesehen, auch die Administration damals beispielsweise eher tendenziell bei den Finanzbehörden, bei den Finanzämtern gesehen hätte als an anderen Stellen. Das gehört nämlich in dieser Zusammenhang in der datenbasierten Betrachtung auch dazu. Aber ich möchte halt in diesem Zusammenhang auch meine Zeit nutzen, dass ich generell noch einmal auch an den Kollegen Knein anknüpfe und feststelle, dass die Gesamtbetrachtung eben die ist, dass es ein Gesamtvolumen war von 13,6 Milliarden Euro auf den Bewilligungszeitraum von März bis Mai 2020 und dass es eben 1,8 Millionen Anträge waren und dass es 277.000 Rückzahlungen freiwilliger Art gab, das haben Sie bereits erwähnt, und dass es eben auch in diesem Zusammenhang jetzt in rund gerechnet noch einmal einer kleineren Menge dann entsprechend zu Nachforderungen gekommen ist. So, und auch die Unternehmen haben im Endeffekt diesen Gang ins Unbekannte gehabt, weil sie ihre Liquidität haben wir auch nicht komplett frei entsprechend überblicken können. Und deswegen ist das alles im Zusammenhang zu sehen, und zwar im Zusammenhang eines Nachfrageschocks, dem wir uns gegenübergestellt gesehen haben. Und jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo wir es mit einem Angebotsschock zu tun haben. Der Kollege Klein hat völlig zu Recht gesagt, dass sich diese Krisen jetzt eben gegenseitig überlagern. Und dass es jetzt zweifelsohne basierend auf dem Antrag der AfD so ist, dass wir uns jetzt noch einmal mit diesem Zusammenhang der Soforthilfe auch zu beschäftigen haben, möchte ich jetzt aber auch noch mal zu den Soforthilfen im Kern sagen. Ja, Rückforderungen müssen rechtens sein. Und zweitens, zudem muss die Rückzahlungsfrist großzügig bemessen sein. Das steht auch außer Frage. Und drittens, gut ist es, dass hier prüfende Dritte involviert sind, die die Interessen letztlich der Mandantinnen und Mandanten entsprechend auch nachvollziehen und auch treten. Und das ist in diesem Zusammenhang eben alles zu benennen und eben auch zusammenzuziehen. Und wenn jetzt in Sonntagsreden immer erwähnt wird, dass Bürokratie entsprechend die große Geißel ist, die uns alle verfolgt, dann müssen wir uns jetzt aber an der Stelle auch mal freimachen. Ich kann mich sehr genau erinnern an die Debatten damals im Wirtschafts- und Energieausschuss. Als es zu Beginn hieß, es muss möglichst schnell und möglichst unbürokratisch in die Pipeline gehen, was aus meiner Wahrnehmung und auch meine Vorrednerinnen und Vorredner sind in Teilen darauf eingegangen, der Fall war. Als es zu den ersten Mitnahmeeffekten 4, 5 Wochen später kam, hat sich aber dann sofort die Debatte wiederum verdreht und gedreht. Und wir haben uns natürlich dann auch einer Debatte, auch intern, hier als politisch Verantwortliche gegenübergestellt, gesehen, wo es hieß, wo sind die Verantwortlichen und wen hat man als erstes entsprechend in Verantwortung heranzuziehen. Und genau in dieser Gratwanderung befinden wir uns jetzt aktuell wieder. Wir haben im Endeffekt eine Gegenüberstellung auf der einen Seite, möglichst alles rechtssicher abzubilden, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite gemäß der Möglichkeit, es möglichst offen zu gestalten, eine Gegenüberstellung. Und dazwischen muss im Endeffekt sich ein Mittelweg befinden. Und das war damals nicht einfach. Und im Zeitalter von überlagenden Krisen ist es heute genauso schwer. Letzte Bemerkung. Die Tatsache, dass wir überhaupt Hilfe leisten konnten, beruht auf der Tatsache, dass wir einen Bundeshaushalt hatten, der das Ganze erst möglich gemacht hat. Das hat auch einen Grundsatz letztlich nach sich gezogen, dass es eben kein Fetisch mit der schwarzen Null war, sondern dass Haushaltsdisziplin die Grundvoraussetzung für die Bewältigung genauso dieser Mittel war. Oder die zur Bereitstellung dieser Mittel war. Und deswegen möchte ich diesen Zusammenhang auch erwähnen. Genau das gilt eben auch wieder an dieser Stelle. Wir müssen sehr genau auch darauf achten, dass wir die Möglichkeiten, die uns eben der Bundeshaushalt gibt, nicht in dem Maß überdehnen, dass es am Tagesende nicht mehr möglich ist, zu helfen. Und deswegen ist der Beitrag, den auch Haushaltsdisziplin
mit sich bringt, einen, den wir auch gegenüber den nachkommenden Generationen wichtig und hochhalten müssen. Und insofern kann ich eigentlich nur eines sagen. Ich bin auch an dieser Stelle noch einmal anknüpfend beim Kollegen Klein und kann nur sagen, im Zeitalter eines Angebotsschocks ist es wichtig, dass man das Angebot ausweitet, auch in der Bewältigung der Krise. Und da kann ich nur sagen, alles Gute auf diesem Weg. Danke. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Sebastian Roloff. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben Jahre, in denen ganz offensichtlich ist, dass wir einen aktiven, eingreifenden Staat brauchen, dass wir die Wirtschaft nicht sich selbst überlassen können, so gern wir es wollen, und dass die Pandemie massive Effekte auf die Wirtschaft hat, ist ganz offensichtlich. Wir kennen die Diskussion um den Lockdown und seine Folgen, und die Pandemie dauert im Übrigen an. Wir kennen die Unterbrechung der Lieferketten, und das war alles noch vor der Situation mit dem angriffswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Anfang 2020 hatte die damalige Bundesregierung die Aufgabe, innerhalb von kürzester Zeit, ohne Blaupausen, ohne Beispiele, Unternehmenshilfen auf den Weg zu bringen, um Insolvenzen und Betriebsaufgaben zu verhindern. Und das hat funktioniert. Die Corona-Hilfen waren ein voller Erfolg. Das war ein ganz maßgeblicher Teil im Bündel. Ich sage nicht, dass alles perfekt war, aber auch der Internationale Währungsfonds bestätigt uns zum Beispiel, dass Deutschland sehr gut durch diesen Teil der Wirtschaftskrise gekommen ist und es eben nicht die Auswirkungen hatte, die viele befürchtet haben. Aber klar ist auch, ist auch heute schon gesagt worden, der Bund kann nur den Rahmen setzen und das Geld ein großes Stück zur Verfügung stellen. Für die Umsetzung sind oft die Länder verantwortlich, und das hat unterschiedlich gut formuliert. Selbst in Ländern, wo es besser funktioniert hat, gab es Probleme bei der Antragstellung und es gab Fragen der Abwicklung. Es hat natürlich zu lange gedauert, weil in diesen Krisen jede Minute zählt. Und klar ist aber auch, dass es am Ende des Tages gut funktioniert hat. Und vor der Abwägung, vor der wir heute stehen, ist immer eine Frage zwischen Sicherstellung der Erstattung und einer fairen Regelung. Einer fairen Regelung im Zweifel des Einzelfalls. Wir haben die Herausforderung, dass sich die Hoffnung, dass die Hilfen nur kurzfristig gewährt werden und dann schnell zurückbezahlt werden können und dann alles wieder gut ist, leider nicht erfüllt haben. Die Krisen sind mehr geworden. Und in den Jahren kam eben der Angriffskrieg dazu. Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir reden hier regelmäßig über die Inflation, über die Energiepreise. Das macht die Situation für Unternehmen noch viel herausfordernder. Das bedeutet, die Abwicklung bzw. die Rückzahlung fällt in eine außerordentlich schwierige Zeit. Und deswegen ist es gut und richtig, dass der Bund bereit ist, hier für Spielraum zu sorgen. Der Bund kann und will da keine Schulden erlassen oder Betrug, den es auch gab, in einem kleinen Prozentsatz der Fälle, aber auch das kann man sozusagen nicht belohnen. Aber zum Beispiel den Schlussbericht der Länder auf das Jahresende zu schieben, schafft nochmal Spielraum. Länder, ich habe es schon mal gesagt, die Länder sind zuständig für die konkrete Ausgestaltung, die Auszahlung und die Rückzahlung. Der Bund schafft nur die Rahmenbedingungen, hier aber jetzt nochmal mindestens eine Atempause für 3 Monate geschafft. Und diese Verlängerung verbessert verbessert die Situation der Unternehmen. Und wir müssen natürlich uns spätestens am Jahresende, wahrscheinlich früher, noch mal in die Augen schauen, ob das reicht und ob der Bund da im Rahmen seiner Möglichkeiten agiert hat oder ob wir da noch mal verlängern müssen. Ganz grundsätzlich sind wir zu der Diskussion natürlich bereit. Wichtig ist, und deswegen stelle ich es noch mal ausdrücklich fest, es muss unser gemeinsames Ziel sein, dass niemand, kein Unternehmen wegen der Rückzahlung in Probleme kommt oder da dann die Betriebsaufgabe oder die Insolvenz deswegen droht. Und da gilt ganz besonders Fokus auf Selbstständige, insbesondere auf Solo-Selbstständige. Da halten sich die Rücklagen noch mal massiv in Grenzen, und da ist noch viel weniger Spielraum. Da muss es auch möglich sein, Überstundungen zu angemessenen Lösungen zu kommen. Und das betrifft übrigens ganz oft besonders Kulturschaffende, die in der Regel Solo-Selbstständige sind, de facto arbeitsrechtlich, die regelmäßig eben fast prekäre Beschäftigungsbedingungen haben, insbesondere in Krisenzeiten. Die hat die letzte Bundesregierung nicht vergessen, das wird auch diese Bundesregierung nicht vergessen, denn unsere Gesellschaft braucht die Kultur, und das müssen wir auch konkret in diesen Regelungen zeigen.
Wir können aber auch aus der damaligen Zeit lernen. Wir brauchen auch jetzt wieder schnelle Hilfe, Kurzarbeitergeld. Ich habe neulich ja schon angekündigt, werde es jede Rede erwähnen, aber auch das Energiekostendämpfungsprogramm und der Gas- und der Strompreisdeckel, wo wir jetzt hoffentlich schnell zu brauchbaren, zu greifbaren Ergebnissen kommen, machen den Unterschied. Und der Unterschied zu damals ist, die jetzige Bundesregierung hat die Möglichkeit, diese Programme schnell, aber auch rechtssicher zu machen. Und ein starker Staat ist nötig. Das zeigt zum Beispiel eine Umfrage der IHK Bayern. Jetzt schon, wo wir wahrscheinlich erst im Beginn dieser Energiekrise sind, investieren 25% der Unternehmen nicht mehr in die Aufrechterhaltung ihres Kerngeschäfts und 14% haben keine Gelder mehr für Bildung und Forschung. Wahnsinnige Warnzeichen, fatale Warnsignale, die wir ernst nehmen. Aktive Wirtschaftspolitik hält den Laden am Laufen und dafür steht die Fortschrittskoalition. Vielen Dank. Und der letzte Redner in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Dieter Janicek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kleinstberufe, Soloselbstständige, kleine und mittlere Betriebe, Veranstaltungswirtschaft, Kulturschaffende, sie alle standen damals im März 2020 und in der Folge nicht nur vor der Angst, an einem schrecklichen Virus zu erkranken, was Sie als AfD ja den Leuten leider ins Gegenteil erzählt haben, damit auch verantwortlich sind für viele tausende Tote in diesem Land. Sie standen auch vor den Existenzsorgen unmittelbar. Und deswegen war es damals so schwierig, das Handeln dann auch in der Ausführung war. Und die Kommunikation, Frau Beck hat das erwähnt, war aus meiner Sicht nicht geglückt, damals zu sagen, in manchen Formen der Kommunikation, das ist ein Zuschuss und eine andere Kommunikation ist ein Kredit. Das kommt natürlich nicht zusammen. Das muss man kritisch in der Rückschau so anmerken. Und deswegen ist der Ärger auch verständlich. Aber es war natürlich richtig, dass wir damals übrigens auch gemeinsam gehandelt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt schnell und umfassend reagieren. Und die sogenannte Bazooka, ich bin jetzt kein Militarist, aber es war zumindest ein Bild, das passend war in der Frage, dass wir allen helfen wollen. You never walk alone, sozusagen damals auch schon in der Corona-Pandemie. Das war richtig. Was die Rückforderungen angeht, ist natürlich die Gerechtigkeitsfrage nicht nur in eine Richtung zu stellen. Herr Klein hat es ja auch angesprochen. Es gibt ja Unternehmen, die haben Rückforderungen ja entsprechend jetzt auch geleistet. Um denen jetzt zu sagen, wir erlassen das den anderen Betrieben, würde sicherlich auch keine Wellen der Begeisterung ausüben. Deswegen ist es schon richtig zu sagen, wir prüfen das und gucken lieber noch mal auf die entsprechenden, Herr Rohloff hat es gesagt, Zeiträume der Auszahlung, der Prüfung, Ende des Jahres, vielleicht noch mal ein bisschen länger. Die Länder haben ja auch Spielräume, die geschaffen werden könnten, noch mal gerade in so einer Energiekrise, wo zusätzliche Belastungen, der Klein hat es richtig gesagt, das trifft nicht alle gleich, sind auch andere Unternehmen. Aber jetzt ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, um besonders unkulant zu sein, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, um kulant zu sein. Und die Aufarbeitung der Corona-Krise und der Maßnahmen überlasse ich anderen. Ich glaube, in der Zukunft, in diesem Winter, müssen wir schauen, dass die Kultur- und Veranstaltungsbranche insbesondere Rahmenbedingungen hat, mit denen sie auch arbeiten kann. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 3683 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Finanzausschuss. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Federführung beim Wirtschaftsausschuss. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist das restliche Haus. Wer enthält sich? Dann ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, die Federführung beim Wirtschaftsausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? CDU, CSU, die Regierungskoalition und die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Überweisungsvorschlag so angenommen. Wir sind damit